Orkenspalter TV spielt den Orkensturm, also das bald kommende DSA-Brettspiel. Nachdem es jetzt lange Zeit nicht so wirklich was gab, gibt es jetzt wieder Brettspiele für DSA. Und wir haben vorab schon mal den Prototypen einheimsen können in einer geheimen Nacht- und Nebel-Aktion, bei der uns aber zufällig auch erklärt wurde, was an diesen Prototypen sich noch unterscheidet von dem Spiel, das dann rauskommen wird. Zum Beispiel fehlt hier im Inneren noch etwas, was funktionabel, aber keinen Sinn hat, sondern glaube ich nur hübsch. Diese Leiste hier wird noch anders eingefärbt und ein paar Kleinigkeiten. Und ich glaube, die fertigen Karten werden nicht aus drei Schichten bestehen, von denen die mittlere eine Bonanza-Karte ist, sondern dann wirklich vernünftig gedruckt und ausgestanzt sein. Außerdem sind diese Spielsteine tatsächlich von Steff beigesteuert worden und ich glaube, das sind die Spielsteine, die bei deinem Gamingbrett oder wie es Genau, heißt. richtig. Die sind von dem Gamingbrett noch Ja, das. vielseitig einsetzbar ist. Ja, wir müssen nur aufpassen, dass sie sich jetzt nicht zu sehr gern haben, weil sie magnetisch sind. Das werden dann vermutlich die Endgültigen nicht haben, weil es hier keinen Sinn macht. So, also Orkensturm. Ursprünglich ist das Ganze ein italienisches Spiel, das sich auch mit der irdischen Historie beschäftigt. Und zwar mit Richard Löwenherz, der in den Kreuzzügen unterwegs ist. Und man spielt in England und man muss sich entscheiden zwischen ihm und Prinz John, wem man sozusagen die Treue hält. Und man weiß nicht, wann kommt Richard wieder, kommt Richard wieder, wie viel Lösegeld muss man vielleicht für ihn bezahlen und an wen. Solche Dinge. Und die Ulysses-Redaktion hat sich dafür entschieden, daraus ein DSA-Spiel zu machen, denn eigentlich sind sie kein Brettspiele-Verlag, aber sie wollten das unbedingt machen und haben die Gelegenheit genutzt, den Orkensturm draus zu machen, der eigentlich die Anzwin-Krise ist, aber Orkensturm klingt cooler. Ich glaube, das ist der gesamte Hintergrund, wie es dazu kam und warum es so heißt. Und jetzt haben wir also statt Mitgliedern am Hof von Prinz John hier bekannte DSA-Größen und ein paar weniger bekannte. Also wir haben hier zum Beispiel Nahema, die sollte jedem noch ein Begriff sein. Oder wir haben einen Störrebrand und einen Marzian. Aber ich weiß nicht, wer die Steuerantreiberin ist zum Beispiel. Ich weiß auch, ich glaube, im Orkensturm-Abenteuer wird keine Steuereintreiberin namhaft erwähnt. Es gibt sie aber in diesem Fall, weil es in der Vorlage auch seine Figur gibt. Ich habe es noch nicht gespielt, aber einmal der Steff und einmal der Anselm haben hier schon mehrere Runden absolviert und die bringen mir jetzt bei, während wir das spielen, wie das funktioniert. Und ich gehe mal davon aus, dass ich das jetzt kapieren werde, denn es ist ja nicht für Leute, die DSA studiert haben, sondern es ist für Leute, die einfach nur ein Brettspiel spielen wollen. Das ist richtig. Es ist auch, man kommt relativ schnell rein und ja, geht relativ zügig, beziehungsweise viel ist auch selbsterklärend. Und wir haben jetzt schon mal ein bisschen vorgearbeitet, indem wir uns für eine Seite entschieden haben. Man kann nämlich auf die Seite vom Reichsprinzen Brin sich stellen und darauf hinarbeiten, dass er relativ zügig aus dem Orkensturm zurückkommt. Oder man versucht halt den Thron für sich zu, beziehungsweise für Answin zu erwerben und in dessen Ansehen hochzusteigen. Und Usurpator. Answin, Anselm, Ansehen. ja, und als Answin ist es natürlich wichtig, dass die Orks eher gewinnen. Wir haben uns schon mal für Fraktion entschieden. Hat das noch irgendwie jetzt zum Start einen weiteren Einfluss darauf, Zum was wir machen? die Fraktion, die überwiegt im Zweifelsfall, hat einen kleinen Kartenvorteil im Orkensturmstapel. Wir haben einen Orkensturmstapel, wir haben einen Einen Vorrat. Vorrat und wir haben etwas, was mit A und was mit B Genau. bezeichnet ist. Berater und? Nee, das eine ist Brin und das ist Ah, Answin. Brinsberater, Answinsberater. Vielleicht sollten wir erstmal sagen, dass es nicht Fraktion gegen Fraktion ist, die gegeneinander spielen. Also auch die zwei Leute, die jetzt hier Brin spielen, spielen tatsächlich gegeneinander. Aber es kann sein, dass in gewissen Spielsituationen sie mich halt versuchen auszuspielen. Es kann aber auch sein, dass sie gegenseitig versuchen, sich auszuspielen. Also man gewinnt nicht in der Fraktion am Ende zusammen. Es ist halt immer noch ein individual gegeneinander gespieltes Spiel. wir arbeiten beide auf dasselbe Ergebnis, große Ergebnisse, also Brin nach Gered zu bringen, die Schatzkammer gefüllt zu halten, aber wollen dann natürlich in der Ansehenspunkteleiste am besten dastehen. Das ist der äußere Ring hier. Wir spielen aber nicht jetzt die Personen, die da in der Mitte Nein, abgebildet werden, wir sondern. sind ein namenloser Nupsi-Höfling. Ich stelle mir das hier vor, dass wir so Blackadder und die anderen Leute sind. Ja, das stimmt. Also du bist ein Höfling, der die abgebildeten Personen beeinflusst oder versucht in der Gunst etwas zu erreichen. Sehr gut. So. Was ist jetzt der erste Schritt? Wir starten mit der ersten Runde. Was müssen wir vorher tun? Die erste Runde, jeder von uns kriegt 6 Karten. Das war eine Frage. Das war eine Frage, ob ich mit 6 Karten richtig liege. Und Anselm hat genickt, also gehe ich davon aus. So, das sind deine Handkarten. Vielleicht während Steff die Karten austeilt,
Das Spiel teilt sich in zwei große Phasen. Die erste ist, jeder von uns, wichtige Person, nicht unbedingt namenlose Person in Gareth, versucht halt einen von diesen auch wichtigen Personen zu beeinflussen. Und je nachdem, welche Person wir beeinflussen, können wir halt ihre Sonderfähigkeiten nutzen, die meistens sich darauf beziehen, dass man Karten zieht. Je nachdem, welche Karten man zieht, kann man die halt unterschiedlich einsetzen. Das hat unterschiedliche Auswirkungen auf unterschiedliche Spielphasen. Und dann in der zweiten großen Phase setzen wir halt Karten ein für den Orkensturm. Jeder von uns gibt sozusagen zum Kampfgeschehen Karten dabei, die zeigt er den anderen nicht. Dann mischen wir den Stapel, der hier liegt, decken 6 Karten auf, 2 pro Spieler, und schauen dann, was für Effekte diese Karten haben. Okay. Und diese Effekte wirken sich dann auf eine der 4 oder auf alle 4, je nachdem, der Leisten aus und bringen da Bewegung rein. Ihr erklärt mir aber vorher, welche Karten welchen Effekt haben, bevor ich irgendwelche in den Topf werfe. Naja, du kannst ja deinen Verbündeten da fragen, ob er dir das erklärt. Aber generell ist es wichtig, für uns Brinnen-Anhänger sind diese Karten besonders wichtig und bedeutend, weil es hier fühlt sich die, oder halt's mal in die Kamera, das ist, Brinnen kommt schneller heim. Dann haben wir eben, das steht für unsere Kampfkraft, für die Armee und für unsere Schatzkammer. Das heißt, Brinnen kommt schneller heim, die Schatzkammer füllt sich oder die Orks verlieren bzw. Mittelreich gewinnt. Ja, und wir Arnsvinisten nach dem guten Kaiser wollen natürlich, dass Brinn relativ spät nach Hause kommt, damit wir unseren gerechten Machenschaften nachgehen können. Außerdem gerechte Machenschaften ist keine gute Kombo. Auch für uns Arnsvinisten geht das. Außerdem wollen wir, dass die Orks gewinnen, weil wir Fans von Orks sind. Außerdem hält das Brinn auf. Außerdem wollen wir Bündnisse schmieden, um es zu schaffen, die Schatzkammer von die kaiserliche Schatzkammer von ihrem ganzen Schatz zu befreien, damit wir später von Null anfangen können und saubere Bücher haben. Ja, das macht viel Sinn. Not. Gut. So. Das sind meine Handkarten. Das sind deine Handkarten. Und jeder von uns kriegt jetzt noch eine Beraterkarte. Also du bekommst eine B-Beraterkarte, ich bekomme eine B-Beraterkarte und Anselm kommt eine A wie Answin-Beraterkarte. Und ich darf mir jetzt auch schon anschauen, wer mich berät. Genau. Und meistens sind es Karten, die sich aufs Ende des Spiels beziehen, aber es können auch Karten sein, die während des Spiels, während deines Zuges ausspielst oder wenn irgendein Ereignis eintritt. Zum Beispiel gibt es die Karte vom Schwarzen Ritter. Das heißt, wenn der Ritter hier eine Joste ausruft, kann man diese Karte spielen und bekommt dann so schon mal Ansehenspunkte. Okay. Wann ruft der Ritter eine Joste aus? Das ist, wenn man ihn dahingehend beeinflusst, dass er das tut. Gut. Um das vielleicht darzustellen, ich bin ja der Startspieler, würde ich einfach mal anfangen. Tu das bitte. Du hast noch vergessen, wir spielen mit Ereignissen. Ja, es gibt noch den Ereigniskartenstapel, man kann auch ohne spielen. Und Ereignisse bringen halt Sonderfunktionen ins Spiel, die sich am Ende des Spielzuges auswirken, also auf den Orkensturm. Das Ganze kann man dann natürlich auch historisch korrekt spielen. Die Karten sind durchnummeriert und man spielt dann tatsächlich, die Ereignisse kommen, wie sie im tatsächlichen Orkensturm in Aventurien passiert sind. Aufgelockert durch ein paar Zufallsbegegnungen. Und Anselm zieht jetzt die erste Ereigniskarte und liest sie uns auch vor. Ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir ganz regelunkonform das mit Runde 2 beginnen, damit wir erstmal die Mechanik verstehen und dann, also verzeiht es uns, ich würde sagen, aus Gründen der Einfachheit, lassen wir die mal liegen und fangen gleich damit an. Bist du einverstanden damit? Ja, in Ordnung. Ich glaube, es ist aber zu seinem Vorteil. Ist das so? Ich weiß es nicht. Nur weil er es vorschlägt. Man kann Anselm nicht trauen. Anselm. Ja, alles einpackt. Na du, gut, dann mach mal. Gut. Also, als Startspieler und loyaler Mann von Arnsvin werde ich jetzt den Regenten beeinflussen. Das heißt, ich setze meine Spielfigur dahin und kann eine von 2 Aktionen auswählen, die eben auch so ein bisschen bildmäßig hier unter den Figuren abgebildet sind. Also da sind zum einen 2 weiße Karten und eine Karte mit Fragezeichen. Das heißt, ich könnte von der Reserve hier 2 weiße Karten an mich nehmen und von diesem gemischten Stapel mit zufälligen Karten ebenfalls eine ziehen. Da weiß ich natürlich nicht, was ich bekomme. Ich kann mit dem Regenten auch von jeder Farbe eine Karte abgeben, um 5
Einflusspunkte, Entschuldigung, Ansehenspunkte zu erhalten und dann noch 4 Karten zu ziehen. So, ich entscheide mich jetzt erstmal für die Variante 1. Ich nehme 2 weiße Karten an mich, auf meine Hand und eine zufällige. Und das war eben schon die ganze erste Aktion des Regenten. Und jetzt kann ich an dich weitergeben. Und du weißt jetzt natürlich noch nicht so ganz, was die einzelnen wichtigen Leute in Gareth so machen können. Deswegen will ich das ganz kurz mal darlegen. Also es gibt immer wieder Funktionen, mit denen man einfach Karten ziehen kann. Also mit dem Ritter kann man 2 rote Karten ziehen. Das ist halt wichtig für die Kampfkraft von Brynn. Mit dem Kaufherrn kann man 2 blaue Karten ziehen. Das ist wichtig, damit er schneller heimkommt. Genau. Die Magerin ist ein bisschen speziell. Also mit der kann man 2 zufällige Karten ziehen und man kann sich eine aussuchen. Mit der Steuereintreiberin kann man 2 gelbe Karten ziehen. Das ist gut für die Schatzkammer. Dann gibt es noch den Inquisitor und den Spion. Die weichen ein bisschen ab. Man kann nämlich mit jedem eine grüne und eine lilane ziehen. Und der Inquisitor hat dann noch bestimmte Sonderfähigkeiten mit der ersten Aktion. Dann gibt es noch den aventurischen Boten, der ist aber nur bei Spielen ab 6 Leuten relevant. Also der ist für dich jetzt nur ein schönes Bild, was dich anguckt. Dann hat jeder auch noch eine zweite Fähigkeit, die man nutzen kann. Und die ist meistens ein bisschen komplizierter. Also vom Regent hatte ich sie eben schon. Der Ritter kann zum Beispiel einen Tjost ausrufen und dann bietet jeder von uns verdeckt, also man hält die Karten unterm Tisch, rote Karten, so viel man möchte. Und derjenige, der am meisten Kampfkraft aufbietet, der gewinnt den Tjost, gewinnt eine gewisse Anzahl an Ansehenspunkten. Dann gibt es halt noch was für den Zweitplatzierten und der Rest geht halt leer aus. Der Kaufherr kann blaue und weiße Karten ausgeben, also sozusagen Handelswaren und Bündnisse ausgeben, um Ansehen zu erlangen und auch wieder Karten nachzuziehen. Die Magierin ist ganz besonders interessant, denn mit ihr kann man eine Einflusskarte ziehen, also B für Brynn und A für Answin, und die Einflusskarten geben einem halt irgendeinen kleinen Gimmick. Ne? Das sind entweder irgendwelche Sachen, die einem innerhalb einer Spielrunde was Besonderes bringen oder extra Punkte am Ende. Die Steuereintreiberin kann sozusagen mit ihrer Sonderaktion kann jeder Spieler Geld bieten. Derjenige, ähnlich wie beim Tjost, nur mit gelben Karten. Genau, außer dass es hier nicht versteckt wird, sondern der Erste bietet halt, was er denkt, was richtig ist. Und der Zweite kann dann halt mehr bieten oder was er hat entsprechend. Und derjenige, der am meisten bekommt, kriegt eben auch am meisten Ansehenspunkte. Sehe ich das richtig? Bei Inquisitor Martian steckt man Ork-Karten rein und bekommt Ruhm und zufällige Karten raus. Genau, du zahlst 2 grüne Ork-Karten, bekommst einen Ansehenspunkt und 3 zufällige Karten. Bei dem ist es so, du gibst eine grüne und eine lila Karte ab und ein beliebiger Spieler bestimmst du. Und für jede grüne Karte, die er auf der Hand hat, bekommst du einen Ansehenspunkt. Ich möchte ganz kurz widersprechen, aber ich werde dir Brintreuen ja öfter widersprechen. Ja. Man gibt nicht eine grüne und eine lila Karte ab, man bekommt sie. Also bei jedem hat man die Chance, ja, etwas zu bekommen. Auch beim Spion kann man etwas bekommen. Und der Spion ist auch tatsächlich ein bisschen speziell. Bei dem kann man 2 violette Karten ablegen und dann einen Spieler und eine Farbe auswählen und bekommt dann so viele Einflusspunkte, will ich immer sagen, Ansehenspunkte, wie dieser Spieler diese Karten Karte dieser Farbe hat. Dieser Farbe. Jetzt muss ich aber dem Thronräuber auch nochmal in die Grätsche springen, weil du hast jetzt auch schön die Regentenaktion schon ausgeführt und wir alle wissen, welche Aktion du gemacht hast. Normalerweise wird erst bestimmt, welchen wir beeinflussen wollen und dann entscheiden wir nacheinander, welche Aktion wir ausführen, sodass noch ein bisschen Ungewissheit kommt. Ja komm, dann machen wir jetzt einfach weiter und ich entscheide, wen ich beeinflussen will und ich gehe zum Ritter. Mhm. Und jetzt lass mich kurz in meine Karten gucken. Ich würde die Magierin versuchen zu beeinflussen. So, Anselm hat seine Aktion jetzt schon durchgeführt. Jetzt wärst du dran. Was möchtest du tun? Ich ziehe einfach 2 rote Karten und eine zufällige. Mhm. Und ich werde... Lass mich mal schauen. Ich werde eine blaue Karte nehmen und 2 verdeckte. Also ich führe die erste Aktion aus. So. Und jetzt? So, jetzt ist die Orkensturmphase. Das heißt, wir zahlen jetzt von unseren Handkarten 2 Karten in den Orkensturm ein. So, das sind meine. So, und Anselm wird jetzt mischen und 6 Karten aufdecken und wir werden jetzt gleich sehen, was passiert. Also welche der Leisten sich bewegt und welche nicht.
Du bist ja hier unser Mann für die Soundeffekte. Können wir mal einen Trommelwirbel oder sowas haben? Wie schneller. Ja, ich glaube, das lassen wir. So, jetzt, also oh, 6 Karten. Gucken wir mal, was passiert. Das heißt, im Moment würde sich das Geld verflüchtigen. Wessen Geld? Das, wessen Geld? Ja, Prinzgeld. Also das der Staatskasse. Aber es tut es nicht, denn die beiden heben sich auf. Das Mittelreich würde gewinnen im Moment. Und Brin würde schneller heimkommen. Oh, das Mittelreich gewinnt. Oh, so. Bei den beiden ist es auf jeden Fall so, es werden eigentlich die grünen und roten Karten gegeneinander aufgerechnet und die Differenz bewegt sich dann. Das heißt, wir haben 3 rote und keine grünen. Die Orks verlieren 3 Punkte ihrer Armeestärke. Dann Muharhar. Kommt er früher nach Hause, beziehungsweise bewegt sich ja automatisch eins weiter, also 2 Felder in dem Fall. Und hier bleibt alles gleich. So. Das Spiel endet, sobald einer der Nupsis über 0, also über 1 ist, also auf 0 erreicht hat. Und wenn Gelb über die 1 hinaus ist, dann ist unsere Kohle alle und dann wir haben verloren. Dann ist die Kohle alle. Wenn hier ein Rot auch bei 0 ankommt, dann hat unser Heer verloren. Genau, richtig. Da haben die Orks verloren und da kommt Brin nach Hause und dann sehen wir einfach, was passiert. Also für uns ist es wichtig, gucken, es sollte noch genügend Geld in der Kasse sein und dass Brin heimkommt. Oder wir führen es natürlich herbei, dass die Orks verlieren. Allerdings ist das immer wichtig, dann gibt es gut Ansehenspunkte, wenn wir gut gehaushaltet haben. Gut. So, ich möchte jetzt schweren Herzens den Startspieler-Button weitergeben, und zwar im Uhrzeigersinn nach links, also an dich. War das schon die Runde? Das war auch schon tatsächlich die ganze Runde. Weil wir noch kein Ereignis hatten. So, jetzt gebe ich den Startspieler-Button weiter und der Startspieler, aber ich mache das jetzt mal für dich, deckt ein Ereignis auf. Nein, du möchtest? Ereignis. Interne Streitigkeiten. Wieso sollte ich mit einem aufgeblasenen Möchtegern-Ritter an einer Tafel speisen? Ist das einleitende Zitat auf der Karte. Sobald diese Karte aufgedeckt wird, müssen alle Spieler auf Brins Seite eine rote Einflusskarte ablegen oder sie verlieren ein AP. Oh. In Ordnung. Dann verliere ich wohl ein AP. Ansehenspunkt. Aber wir sind noch am Start der Leiste, ja. Richtig? Wir sind noch am Start der Leiste, aber in den Regeln ist ausdrücklich gesagt, dass man auch auf negative Beträge kommen kann mit den Ansehenspunkten. Das heißt, du kommst von der 0 auf die minus 1, die es auf dem Brett leider nicht gibt. Aber ich stelle dich mal so unter die 28 und wir verwechseln das jetzt nicht. Das war schon mal ein ziemlich doofes Ereignis, finde ich. Also. Ja, man bin ich unbeliebt am Hof. So, dann Mayri, entscheide, wen möchtest du in dieser Runde beeinflussen. Man kann nie zweimal hintereinander denselben beeinflussen. Du musst jetzt also einen anderen wählen, dann könntest du wieder zum Ritter gehen, wenn du möchtest. Dann gehe ich jetzt zu Nahema, zur Magierin. Gut. Dann lass mich mal kurz schauen. Dann nehme ich diesmal den Regenten. Ich gehe zum Kaufherrn. Was hat er vor? Möchte er sich ansehen, erkaufen? Naja, wir werden sehen. So. Du führst jetzt als erstes deine Aktion aus. Dann, man kann mehrere Beraterkarten haben, richtig? Ja. Gut. Dann ziehe ich nämlich noch eine, also ich nehme ihre zweite Aktion. Ich ziehe eine Beraterkarte, die ich mir dann und gleich eine anschaue. Beliebige und eine, ja, genau, und eine rote. So. Und ich würde eine beliebige, also ich nehme die erste Aktion, eine beliebige und 2 weiße. So. Und das war meine Aktion. Jetzt ist der Thronräuber mit seinem Gefolge dran. Es zeichnet sich übrigens ab, dass die Beraterkarten auch alles sehr, nicht einfach nur irgendjemand ist, sondern alles ranghohe Meisterpersonen aus der DSA-Vergangenheit. Ja, mehr oder weniger. Ich habe jetzt einen nicht besonders namhaften. Ich habe eine gute Hand. Ich bin kein Thronräuber, ich möchte dem widersprechen, sondern ich möchte nur die legitimen Interesse von Answin durchsetzen. Und ich nehme dafür 2 blaue Karten und eine zufällige. Und damit kommen wir auch schon zum Orkensturm. Und dann kann wieder jeder von uns mit dir, fängt's an, 2 Karten verdeckt in den Orkensturm reinlegen. Achso, jetzt fängt mit Mayri an. So. Das ist meine.
Man kann sich übrigens auch weigern, Karten reinzulegen, dann verliert man aber einen Ansehenspunkt für jede Karte, die man nicht reinlegt. Es ist eher ein sehr schneller Presslufthammer. Entschuldigung. Der Trommler hat Druck. Also, so. Brin kommt schneller zurück. Würde schneller zurückkommen. Oh. Er kommt wirklich schneller zurück. Er kommt nicht ganz so schnell zurück. Sein Heer gewinnt. Es gewinnt wirklich. Und oh. Er kommt schneller zurück. Also, gute Runde für uns. Er bewegt sich wieder eins offiziell weiter und eins, weil er früher zurückkommt. Und noch eins. Weil das sind drei blaue Karten gegen eine lila. Bei denen wird es nicht aufgerendet, richtig? Oder? Genau. Bei denen wird es nicht aufgerendet. Auch bei den Schatz- und Diplomatieskarten, da wird es nicht aufgerechnet, sondern nur die Seite, die mehr Karten hat. So, aber die Orks wandern wieder, verlieren wieder zwei Stärkepunkte. Sehr gut. Hast du, Steff, auch eingerechnet, dass ja jede Runde der Rückkehrer Mark 1 zurückgeht? Genau. Jetzt möchte ich zu einer der Spielmechaniken kommen. Also Mayri hat ja gerade gesagt, das ist eine gute Runde für die zwei, aber das stimmt nicht ganz. Im Moment hat Steff nämlich einen Punkt mehr als Mayri. Das heißt, wenn Brin jetzt zurückkommt, dann wird Steff am Ende einen Punkt mehr haben als Mayri und damit wird sie eben nicht gewonnen haben. Das heißt, aber darum geht es doch nicht. Es geht doch nicht um meinen persönlichen Gewinn. Es geht darum, dass die richtige Person auf dem Thron des Mittelreichs sitzt. Nein, nein. Wir sind irgendwelche reichen Patrizier in Gareth. Wir haben überhaupt keine Moral. Auch wir können Prinzipien haben. Nein, wir haben keine Moralvorstellung. Es geht einfach nur darum, aufs richtige Pferd zu setzen. Du verbietest mir Moralvorstellungen, das verbitte ich mir. Die kann man nicht haben bei diesem Spiel. Wir sind hier nicht. Können wir die nächste Runde anfangen? Du bist jetzt Startspieler. Ja, ein Ereignis bitte. Kampf um Elenwina. 5. Boron, 1011, Bustarans Fall. Wer über Elenwina herrscht, den sind Reichtum und Einfluss gewiss. Falls Brin die Schlacht gewinnt, wird die kaiserliche Schatzkammer um 2 erhöht. Falls Brin die Schlacht verliert, wird seine Rückkehr beschleunigt und die kaiserliche Schatzkammer um 2 reduziert. Wir sollten gucken, dass der Orkensturm zu unseren Gunsten ausgeht. Okay, und ich habe beschlossen, den Kaufmann diesmal zu behelligen. Ich habe beschlossen, wieder einmal den Regenten zu behelligen. Und ich nerve den Ritter. Gut, dann führe ich meine. Ich nehme die zweite Aktion des Kaufmanns. Stimmt, ich bin lila. Ich gebe zwei blaue und zwei weiße Karten ab. Krieg dafür 1, 2, 3 Ansehenspunkte und 2 verdeckte Karten. Ich will. Ich bin gar nicht dran. Answin hätte ich jetzt schon beinahe gesagt. Ans. Ja, ihr könnt ruhig mal Krieg spielen. Ich führe die zweite Aktion des Regenten aus. Ich gebe von jeder Farbe eine Karte ab, mache 5 Ansehenspunkte. Ja, die kaiserliche Armee mag mein Ansehen und offensichtlich auch Steffs. Und ziehe. Wen stelle ich auf 3? Ich. Auf 3. Ich stelle mich mal bitte auf 5. Auf 5 und kommst auf die 10. Und damit ich wieder Karten habe, ziehe ich nach dieser Aktion 4 zufällige Karten. Bäh. Ich bin total langweilig und mache wieder die erste Aktion des Ritters und ziehe 2 rote und eine zufällige. So, dann tritt jetzt der... Der Orkensturm. Richtig. Da stürmen sie die Orks. Ich gebe diese beiden Karten. Ich kann Anselms Karten sehen. Answin muss noch sortieren. Na und? Na und? Ja. Ihr habt nichts zu verbergen, richtig? So, 2 Karten von mir. Warum lassen wir eigentlich immer den Answinisten mischen? Ich weiß es nicht. Um Vertrauen zu heucheln. Ich habe keine zweite Hand frei. Das ist sowieso. Ich weiß nicht genau, was für Karten ich habe, weil ich sie so schlecht sehen kann. Aber wir finden gleich raus, wie der Orkensturm diese Runde ausgeht. Wir machen es spannend, ohne Trommelwirbel diesmal. Denn das war schon der erste Teil unseres kleinen Let's Plays zum Orkensturm. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir noch ein paar Runden spielen. Bis dann.